Hallo, seid mir gegrüßt. Ein Try and Fly Revisited. Also wir besuchen einen alten Bekannten wieder, aber einen alten Bekannten, der schon wieder mal eine ganze Reihe von Updates und Änderungen erfahren hat und jetzt in der Version 3.43 vorliegt. Die letzte, die ich glaube ich getestet habe, war 3.32 oder sowas. Ist also um ein gutes Stück vorangekommen, nämlich der Jar Design A320 Neo. Ja, eigentlich ist das auch ein Wunsch. Ich wurde also von einem meiner treuen YouTuber gebeten, doch mal mit der aktuellen Version der JAR Design A320 zu fliegen. Naja, und das mache ich jetzt einfach heute im Rahmen der Try-and-Fly-Runde halt und werde euch da einfach noch so ein bisschen durch das Flugzeug führen und halt so ein bisschen zeigen, was es da gibt und wie das so funktioniert. Eine Sache, die hier gleich auffällt, ist, dass es das Seitenmenü, das wir, glaube ich, beim letzten Mal noch hatten, das gute alte JAR Design Seitenmenü hier nicht mehr gibt, sondern dass das Ganze jetzt angepasst wurde, wie es auch zum Beispiel bei der JAR Design A330 gemacht wird, nämlich dann im FMC. Deswegen kann ich jetzt auch nicht einfach hierher gehen und die Tür aufmachen. Wir hüpfen also mit Magni ins Cockpit und gucken uns dann auch gleich mal das Cockpit an. Ja, wo ich jetzt nicht so ganz sicher bin, ist, ob sich hier eine Menge wirklich revolutionär Neues getan hat. Das Original-Cockpit war ja jetzt nicht unbedingt das hübscheste damals, aber in der Zwischenzeit hat Jan auf jeden Fall auch dieses Cockpit überarbeitet und das ganze Modeling bei der Neuauflage dieses Fliegers neu gemacht. Ja, und ja, sieht so schlecht ja gar nicht aus, ne? Das Flugzeug ist fast original. Ich habe nur eine Sache geändert und das ist dieses BSS-Soundkit, das es für die A320 Neo gibt. Das ist Payware. Das hatte ich mir mal irgendwann im Sale gekauft und das habe ich natürlich hier auch eingespielt, in der Hoffnung natürlich, dass es auch funktioniert. Das tut es. Und wir sind immer noch auf 11.41. Ich werde so schnell nicht auf 11.50 gehen. Auf jeden Fall nicht, solange das noch diesen ganzen Beta-Status hat und man den Plugins und den Add-ons hinterherrennen muss, dass die alle geändert werden. Irgendwann dann, wenn das mal fertig ist und ich dann hoffentlich zumindest so 95% meiner Sachen auch weiter benutzen kann, dann kann ich mir überlegen, auf 11.50 zu gehen. Aber zurzeit bleibe ich jetzt schön brav auf 11.41. Eigentlich sollte das ja 11.42 sein, ich bin auch nicht so ganz sicher. Und warte jetzt da erstmal ab, wie sich das weiterentwickelt. Jo, die JAR Design, ja, habe ich wie gesagt schon ziemlich lange und habe auch einmal den Upgrade auf die 64-Bit X-Plane 11 Version damals bezahlt. Also ich habe im Prinzip die X-Plane 10 Version gehabt und habe dann dafür bezahlt, den X-Plane 11 Update zu bekommen. Seither allerdings wird sehr regelmäßig abgedatet. Das heißt, ja, ich musste pro JAR Design Flieger ungefähr 25 Euro, wenn ich mich richtig erinnere, bezahlen, damals als zusätzlichen Update-Preis. Aber seither, und das ist jetzt schon relativ lange her, ne, einige Jahre inzwischen, ja, am A320 wurde lange Zeit nichts gemacht. Da dachte ich schon, das war so eins von diesen Fehlinvestitionen, denn der A320 war jetzt nie so richtig perfekt. Dann kamen die TOLIS raus und auch die Flight Factor A320. Und ja, dann hat man erstmal gesehen, wie Airbusse wirklich aussehen können. Inzwischen aber schon auch bei der letzten Version des JAR Designs war ich jetzt gar nicht mehr so von dem Ding unüberzeugt, sondern ich hatte eigentlich festgestellt, es hat sich schon einiges getan. Das Ding ist besser geworden, das mag nicht perfekt sein. Wird es vielleicht auch nie so im Vergleich zu einer Flight Factor oder einer TOLIS, kann schon sein. Ja, es ist auch nicht so richtig Airbus ganz tief drin, ja, sondern das ist eher so ein Jarbus. Aber das ist so wie mit anderen Fliegern auch. Das Ding ist so gemacht, dass man damit im Prinzip alles, was so ein Feierabend- und Wochenendsimmer damit machen möchte, kann man eigentlich tun. Und wenn jetzt über die Jahre die Stabilität auch der diversen Funktionen besser geworden ist, und das ist es teilweise auch, auf jeden Fall,
ne, dann ist das eigentlich eine ganz akzeptable und vom Preis her, vor allem wenn man das vielleicht auch während einem Sale bekommt, durchaus die günstigste Variante wahrscheinlich an einen A320 zu kommen. Ne? Man darf halt nur nicht die Erwartungen jetzt ein bisschen alle höchsten Höhen schrauben. Das ist eben nicht ganz vergleichbar mit einer Flight Factor oder einer TOLIS. Das muss man ganz klar sagen. Aber wir werden heute wieder mal unseren typischen Parcours machen und ich werde euch auch ein bisschen um das Flugzeug rumführen und so weiter. Und ja, ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt so schlimm, was wir da erleben werden, sondern eher im Gegenteil. Ich glaube, dass die Verbesserungen durchaus angenehm sind und durchaus das ganze Ding recht brauchbar gestalten. Hoffe ich jetzt zumindest. Ich hoffe nicht, dass ich diese Aussage nachher bereue, so wie das beim Blackbox meistens passiert. Gut. Wer nicht weiß, wovon ich rede, Blackbox Simulation im Prepared mit seinen Airbussen, das ist ja das kalte Grauen teilweise, was man da erlebt. Gut, also fangen wir an. Schalten wir erstmal die Batterie ein. So, und dann würde ich sagen, können wir auch mal ins Menü gehen. Dazu müssen wir hier, ach, ich sehe, wir haben noch nicht ausreichend Strom. Ja. Gut, werde ich wohl doch die APU starten. Das ist jetzt interessant, weil eigentlich wollte ich jetzt ganz gerne. Nee. Geht so vielleicht? Ich wollte jetzt eigentlich ganz gern mal die Ground Power Unit herholen. Das sieht aber fast so aus, dadurch, dass jetzt dieses Menü hier nicht mehr existiert, dass ich eben jetzt. Ah, warte mal, da war doch was mit der Ground Power. Wo war denn das? Park brake off, park brake on. Ja, sehr interessant. Mal sehen, ob das wiederkommt, wenn ich die Batterien ausschalte. Ich hatte nämlich hier unten so eine grüne GPU-Geschichte und das sieht fast so aus, dass durch meine Aktivitäten das jetzt verschwunden ist und auch leider nicht mehr vorhat, zurückzukommen. Okay, das hatte ich vergessen. Na gut, dann machen wir das Ganze einfach mit APU. Ist auch egal. Drücken wir auf den Master Switch und drücken auf Start. Nicht, dass ich das Menü hier hinten auf der Seite da wirklich riesig geliebt habe, weil als Videomacher oder so magst du solche Sachen eigentlich nicht auf dem Schirm haben und schon gar nicht sichtbar, obwohl man konnte ihn verstecken. Also das ging schon. Oder fast vollständig verstecken. Aber wenn man natürlich nicht an das Menü kommt, bei dem man dann diese Sachen machen kann, finde ich, ist das dann schon auch so ein bisschen unpraktisch. Also wer nicht am Anfang gleich hier unten auf den Knopf drückt, ich habe keine Ahnung, ob es dann einen Trick gibt, mit dem man das wiederkriegt. Wie ist denn das? Wie sieht es mit dem Menü aus? Da gibt ihr das A320 Neo-Menü. Also da kommt auch nicht sehr viel. Das ist das Soundsystem, das ist dieses BSS-Soundkit, wo man dann auch nochmal individuell hier die Volumina einstellen kann. Ja, und das war es dann auch schon. Ne? Man kann sich hier bitte News angucken, dass wir hier 343R3 ist ready. Das ist genau die Version, die wir uns heute angucken. Plus VATSIM X-Pilot compatible, please make full installation, not mix with any old versions. Jo, das habe ich auch gemacht. Das ist wieder eine komplette Neuinstallation, sprich komplett. Das sind die Tests. Komplett auspacken. Und dann habe ich natürlich angefangen und habe meine Liveries eine C-List-Datei für die Checkliste und also so individuelle Sachen, die ich bei dem anderen Bus ja schon hatte und den Sound natürlich, das Soundkit hierher übertragen. Aber ansonsten ist das die Originalinstallation, so wie man sie dann herunterlädt. Und man muss sie natürlich entsprechend mit einem Seriennummer aktivieren. Gut, ich habe natürlich inzwischen schon meinen ganzen Setup so von wegen Trottel und Co. gemacht und Sidestick und so. Und daher kann ich euch aber jetzt mal ganz kurz zeigen, wenn wir hier in das Handling, Ground Handling gehen, da können wir hier zum Beispiel Chocks aktivieren.
Wir können eine Treppe aktivieren und dann gucken wir uns das mal ganz kurz an. Ne? Das ist nicht jetzt Ground Handling, obwohl das sind wahrscheinlich die gleichen Komponenten wie im Ground Handling, denn das kommt ja auch von Jar Design. Dann kann man eine Pushback hier rufen, dass wenn das nicht Better Pushback ist, will ich das eigentlich so gar nicht. Hier hätte ich jetzt die GPU einschalten können. Das hat er ein bisschen eigenwillig gemacht. Ich bin der Meinung, man könnte diese Seite, könnte man wirklich auch bei abgeschaltetem Strom sichtbar machen. Das ist ein bisschen umständlich, dass das hier unten auftaucht und dann verschwindet. Ja. Gut, das sind so diese kleinen, sagen wir mal, Sachen, wo man sagt, okay, hätte das jetzt so sein müssen, das jetzt, na egal. Ja, GPU brauchen wir jetzt nicht, jetzt haben wir die APU und das lassen wir jetzt auch noch. Dann können wir noch einen Cater-Truck, einen Fuel-Truck, eine Pax-Cargo. Und der Witz ist, wenn wir das Pax-Cargo-Dingens aufrufen, hier den Wagen heranfahren lassen. Also das ist inzwischen hier wirklich man kriegt hier sozusagen das ganze Ground-Handling. Man muss übrigens auch Ground-Handling jetzt installieren, soweit ich weiß, wie beim A330, kann es aber kostenlos nutzen, solange man das mit einem der JAR-Flieger nutzt. Ist das JAR, das Ground Handling sozusagen kostenlos, steht zur Verfügung. Allerdings, wenn man es nicht bezahlt hat, also nicht die Payware-Version hat, kann man es nicht für andere Flieger verwenden. Ich habe natürlich die Payware-Version, ich kann es also im Prinzip für fast jeden Flieger verwenden. Ja, was man dann sieht ist, es kommen jetzt hier diese Menüs und mit denen kann man jetzt sowohl das hier die Payload einstellen, die Pax-Bereiche, also es gibt verschiedene Passagierbereiche, dann sieht man hier unten auch den Cargo Hold, ne, unter den Passagieren. Und das da vorne ist wahrscheinlich die Business Class, das da hinten ist die Holzklasse. Und dann hat man hier die verschiedenen Geschichten. Und das Ganze kann man dann hier sehen, das ist 12,6 Tonnen. Das werden wir jetzt auch nicht verändern. Wenn ihr das verändern wollt, müsst ihr im Prinzip hier entsprechend das wir ändern. Soweit ich weiß, werden diese Sachen ad hoc sofort gesetzt. Währenddessen beim Treibstoff gibt man im Prinzip vor, und ich gehe mal auf 10 Tonnen. Ich gebe hier mal 10 Tonnen, die brauchen wir natürlich nicht auf unserer Runde. Und das kann man hier mit den beiden Pfeilen entsprechend einstellen. Später kann man dann auch, sobald der Flugplan, der Cost Index, Cruise und Zero Fuel Weight hier im FMC eingegeben sind, ich glaube, das kann er dann teilweise übernehmen oder so. Und dann, ja, also da wird einiges schon versucht automatisch auszurechnen, soweit ich mich erinnere. Ja, damit wir jetzt das betankt bekommen, geht man hier auf Refuel und das geht dann relativ flott. Das ist sicherlich zeitverkürzt, ne? Da sieht man das jetzt, dass wir hier gleich bei den 10 Tonnen sind. Ja, ihr seht auch, dass jetzt das Trim-Setting ist jetzt raufgegangen auf 0,7 ab. Das muss man dann entsprechend auch hier in dem MCDU, heißt das ja dann hier beim Airbus, eingeben. Das Center of Gravity ist 25,2, also ja, irgendwo mehr in der Mitte, ich glaube aber mehr nach hinten, ne? Wie war das? Und dann haben wir eine Payload jetzt insgesamt von 12,6 Tonnen. Das hat sich nicht geändert, weil ich habe hier oben ja nichts gemacht. Das Gross Weight sehen wir dann hier auf dem Display, die übrigens jetzt alle sich anklicken und vernünftig, ja, also keine komischen Sachen, noch wie beim letzten Mal, so riesen Monster NDs und sowas. Nee, sondern jetzt richtig ganz normal Fenster rausholen. Ich habe allerdings auch noch immer mein X-Texture-Extractor-Profil hier am Laufen. Theoretisch bräuchte ich das jetzt nicht, weil sich ja die Fenster rausholen lassen und verschieben lassen. Was aber nicht geht, ist, es lässt sich nicht aus dem Simulator holen. Man kann es zwar rauf und wieder rein machen, aber es ist im Simulator gefangen. Also ich habe zumindest bisher nicht entdecken können, dass man das zum Beispiel auch nicht vergrößern kann. Deswegen benutze ich den X-Texture-Extractor immer noch,
Denn da kann ich mir etwas größere Fenster machen und kann die mir dann auf meinem zweiten Bildschirm. Das hilft mir natürlich so beim Streamen und Video machen ungemein, weil ich die Instrumente immer sehe. Trotzdem kann ich euch Views zeigen, die halt für das normale Fliegen für mich sehr unpraktisch wären. Aber das ist hier definitiv eine Verbesserung. Und was er auch gemacht hat, er hat hier mit dem unteren der beiden Displays, hat er tatsächlich auch gleich diese Schalteinheit, hier diese Schaltereinheit, mit der man den Modus wechseln kann. Ne? Ich kann jetzt hier zum Beispiel auf Engine gehen, hier die Bleeds, the Pressurization, elektrische Power, hydraulische Power, Treibstoff. Da sehen wir jetzt, wie hier der Treibstoff verteilt ist. Wir haben 9996 Kilogramm, also fast 10 Tonnen Fuel on Board. Im Augenblick natürlich kein Fuel Flow, weil unsere Triebwerke aus sind. Dann haben wir hier 15 Grad, wir haben wieder Standardatmosphäre wie üblich. Dann kann man hier sehen, die APU, die ist hier am Laufen, sie ist Avail für Available. Die Bleed haben wir noch nicht aktiviert, das können wir aber ändern, indem ich jetzt hier auf den APU Bleed gehe. Jetzt seht ihr auch, wie hier entsprechend die Anzeige sich geändert hat. So. Jo. Dann haben wir das Conditions, also das sind im Prinzip die Klimawerte, ne, Temperaturen und so weiter. Dann haben wir die Türen, da sind jetzt zurzeit einige auf. Dann haben wir hier das Fahrwerk mit den Luftdrücken und den Bremstemperaturen und so weiter. Flight Controls, werden wir nachher noch gleich benutzen, wenn wir vor allem dann auch einen Test machen. Da geht jetzt im Augenblick nichts, der Grund ist, wir haben noch keine Hydraulik. Deswegen bewegt sich da nichts. Man kann auch über All, würde er dann anfangen, durch die dann durch zu scannen. Und wenn ich nochmal auf A drücke, hört er auf. Dann kann ich mit Clear irgendwelche Fehler mit... Ich habe ja vergessen. Da haben wir ja so eine Meckerliese hier. Das ist eins der Flugzeuge mit Meckerliese drin. Dann kann man hier auf Status drücken, da passiert auch nichts. Und auf Recall und auf Clear. Naja, gut. Gehen wir mal auf Engine. Für den Moment und dann können wir das hier auch wieder zumachen. Jo. Machen wir hier das Radio an. Oder beide Radios an. So. Ja, ich habe natürlich auch geprüft, ob meine Hardware funktioniert. Das tut sie. Und soweit ich das halt jetzt gelesen habe, kann diese Version auch mit dem X-Pilot Watsim Client zusammenarbeiten. Da scheint es wohl vorher das ein oder andere Problem gegeben zu haben, vermutlich. Jo. Was wir auch haben, das ist hier so eine Art ECAS-Display oder ich weiß nicht genau, wie es im Airbus heißt. Das ist hier allerdings umständlich. Was man machen kann, ist, man kann sich hier die Wetterinformationen des Departure und Arrival Airports abrufen. Allerdings holt er echtes Wetter. Das heißt, wenn ich jetzt so wie heute kein reales Wetter benutze, ist der Wetterbericht, der hier kommt, relativ sinnfrei. Aber wenn ihr mit realem Wetter fliegt, dann ist tatsächlich dann ist das tatsächlich eine aussagekräftige Sache. Mehr geht hier erstmal nicht. ACAS ist nicht simuliert hier. Jo. Aber haben sie mit eingebaut, finde ich schön. Ist also jetzt nicht nur beim A330 drin, sondern eben auch beim A320. Erscheint auch ein bisschen das Modeling, das meiner Meinung nach ein bisschen schräg aussah. Schräg auch tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte immer das Gefühl, dass das Modeling des A320 Cockpits irgendwie eigenartig aussah. Das hat ein bisschen angepasst. Es ist immer noch so, dass ich irgendwie sage, nee, irgendwas passt nicht. Ja, irgendwas ist von den Dimensionen her nicht so, wie ich das aus den Airbus Cockpits kenne. Aber es ist gefällig genug. Also da und das Modeling, also auch die Texturenschärfe und so weiter, ist definitiv ganz akzeptabel hier, ne? Soweit ihr hier sehen könnt. Ihr könnt auch so Gimmicks machen, wie zum Beispiel dieses Ding hier bewegen. Irgendwie, fragt mich nicht wie, angeblich soll es gehen. Gut. Was wir natürlich auch machen können, ist hier so die Alarme. Wer aber glaubt, dass wir da irgendwas zu sehen kriegen, wenn wir jetzt hier gleich die APU, naja, das soll man wahrscheinlich machen, wenn die APU schon läuft. Wie ihr seht, da kommt nichts, ne. Also,
Da kommen keine Fehlermeldungen hier hier in diesem Display, sondern also im ECAM, Upper ECAM und Lower ECAM. Ja, gut, machen wir mal ganz kurz hier. So, und dann schalten wir die mal in die Automatikposition und dann sollte eigentlich hoffentlich bald Ruhe sein mit dem Gemecker. Ich liebe es, wenn Entwickler meinen, sie müssen uns meckernde und nörgelnde Co-Piloten und Kabinenpersonal in die Flieger mit einprogrammieren. Das habe ich schon immer richtig gemocht, habe ich das. Richtig toll finde ich das. Ja, gut, machen wir mal weiter. Also hier haben wir im Prinzip alles fertig. Das bleibt jetzt allerdings so lange, bis wir die entsprechenden Fahrzeuge wieder nach Hause geschickt haben. Und was auch nicht geht, was beim A330 glaube ich schon geht, ist, er macht nicht automatisch die Türen auf. Was also bedeutet, wir müssen uns übrigens auch, das kann man rausholen, ja. Wir müssen also jetzt, dummerweise nur im Cockpit, wir müssen also jetzt hier auch gehen und müssen nochmal auf MCD-Menü gehen, dann gehen wir auf Doors und dann können wir jetzt hier im Prinzip die entsprechenden Türen aufmachen. Ja, dann sieht man jetzt, wie die alle aufgehen. Ich sehe gerade, wir haben gar keine Cargo-Loader. Habe ich die nicht bestellt? Wahrscheinlich nicht. Gucken wir nochmal hier, Handling. Pax Cargo. Ja. Hätte ich jetzt schon gedacht, dass da irgendwie so ein Pax Cargo-Deugs da kommt, aber tut es offensichtlich nicht. Gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Init-Page und fangen wir mal an, unseren Flugplan einzugeben und mal zu gucken, was draus wird. Ich erinnere mich noch dunkel an Zeiten, wo ich diesen speziellen Flugplan nicht eingeben konnte, wo es nicht geklappt hat. Aber Gott sei Dank, es hat sich ja wie gesagt viel getan. Das Eingaben des Flugplans sollte hoffentlich heute funktionieren. Oh ja, bevor wir Flugpläne eingeben, nicht vergessen, IRS-1-Unit auf NAV, dann die IRS-2, das ist hier, und dann die 3, also wenn man es ein bisschen genauer machen möchte. Außerdem schalte ich jetzt mal das NAV-Light an, damit die Leute wissen, dass wir drin sind und hier Aktivitäten verbreiten. So, und dann gehen wir hier zurück und dann setzen wir das hier mal. Gut. Ich könnte hier auch einen Flugplan requesten, das simuliert dann im Prinzip, dass er holt sich dann von irgendwo, irgendwie baut er sich da einen Flugplan zusammen. Das lassen wir natürlich schön bleiben, weil das wird natürlich nicht der, den ich haben möchte. Aber es funktioniert im Prinzip, also man kann, wenn man sich um nichts kümmern möchte, könnte man hier auf Request drücken, was wir gerade gesehen haben, und dann könnte man sich einen Flugplan reinladen lassen. Ich aktiviere schon mal das Align IRS. Das wird aber dauern. Das dauert einige Minuten. Also von jetzt ab noch 7 Minuten, bis das IRS aligned ist. Sehen tut ihr das übrigens im Upper ECAM, nämlich hier. Ja. Leider Spiegelung. Ein Thema, ich sag nichts. Also, was soll das, ja? Die Displays werden im Prinzip unlesbar dadurch, für mich teilweise, ne? Je nachdem, wie das Licht da reinfällt. Es ist die Schrift jetzt eh schon klein genug und dann kommt noch dieses ganze Gespiegelgekramse da. Ja, ich weiß nicht, ob man es abschalten kann, habe ich eigentlich ehrlich gesagt noch gar nicht gecheckt. Die beiden MCDUs sind übrigens alles verlinkt, ne? Alles hart verdrahtet, alles, was ich auf der einen Seite mache, ist auch automatisch auf der anderen. Also hier sind keine zwei in die individuellen Systeme verbaut. Ach, das war aber jetzt ein bisschen schnell. Naja, angeblich ist das IRS Alignment in 6 Minuten fertig. Hätte jetzt eher gedacht, dass wir da noch ein bisschen warten müssen. Naja, von mir aus. Gehen wir nochmal ganz kurz hier in die Optionen rein. Gibt es nämlich Settings. Da kann man zum Beispiel den Engine Type zwischen Pratt & Whitney und CFM Engines. Man kann Wingtips, die Neo Wingtips oder die alten nehmen.
diese kleinen Shark-Dinger oder wie die heißen. Dann, ob er am Top of Descent Pause machen soll. Die Joystick Precision, da kann man irgendwie via den Joystick Joy Precision kann man auch mal einschalten, ne? Shake-Kamera, nee, also sowas kann ich nicht ab. Turbulence Mode, Deflect. Deflect? Oh, man kann es abschalten. Yeah! Bin schon wieder versöhnt. So muss das sein. Alles andere ist Blödsinn. Ja, Spiegelungen, die das Display verstellen, sind einfach Blödsinn. Aber man kann es abschalten. Cool. Sehr schön. Ich sag ja, es verbessert sich. Es wird immer besser. So, jetzt aber zurück. Wollen wir unseren Flugplan eingeben. Das ist Testflug 1. Ich bin mit dieser Version noch überhaupt nicht geflogen. Wir werden wie immer versuchen, auf Flugfläche 200 rumzugurken. Sehr viel mehr kann man hier auf der Seite eh nicht machen. Dann gehe ich noch auf die Seite 2. Dann schauen wir mal ganz kurz. Wir hatten ja gesagt 10 Tonnen, ne? Und wir haben gesagt 12,6 Tonnen Payload, was uns zu einem Zero Fuel Weight von 53,5 Tonnen und aufgrund der 10 Tonnen Treibstoff haben wir etwa 63,5 Tonnen Take-Off Weight TOW. Das ist grün, das bedeutet, ist alles in Ordnung. Er kann jetzt hier natürlich noch nichts ausrechnen, weil wir haben ja noch gar nicht so richtig definiert, wie wir fliegen wollen. Denn die aktuelle Distanz ist ja null, ne? Wir fliegen von München nach München. Da müssen wir noch ein bisschen was tun hier am Flugplan. Dazu gehe ich hier auf F-Plan. Dann fange ich gleich mal hier mit der Departure an. Wir werden auf der 08 links losfliegen, wie immer. Hops, jetzt war ich zu weit, glaube ich. Und dann hier die Anker 9 Quebec. Keine Transition. In den temporären Flightplan. So, ein bisschen umständlich ist es ja, aber geht bis Anker, genau. Und dann kommt, dann sagen wir Insert. Und dann, und das hatte ich auch schon das letzte Mal, jetzt geht er her und kalkuliert sich da irgendwas zusammen, so von wegen Cruise Flight Level 80. Ja, übrigens setzen wir den Kostenindex auf 35. Und ich erinnere mich auch so dunkel, eigentlich soll man es gar nicht direkt eingeben, weil es überschreibt. Das hat sich nicht geändert, das ist immer noch so, so wie es aussieht. Okay, gut zu wissen. Zurück zum Flugplan. So, da müssen wir ja nach unten blättern. Und dann gehe ich hier auf Anker und dann kann ich über Next Waypoint Akini eingeben. Das ist dann unser erster echter Wegpunkt auf der Strecke. Jawohl. Ups, was ist das? Mist Point. Gut. Wir machen mal Erase, weil wenn sowas komisches passiert, dann mache ich es lieber nochmal. Akini, Next Waypoint, Insert Temporary. Okay, dann von Akini ist der nächste Ostis. Ja, und jetzt wäre halt schön, wenn ich den Flugplan hier weiter eingeben könnte, aber dann kommt genau so ein Mist bei raus und dann gehe ich lieber zurück und mache es auf die in Anführungsstrichen offizielle Methode. Und jetzt probiere ich mal, was passiert, wenn ich Bamta direkt hier versuche eins. Ach. Bamta. Ah, doch, das geht. Okay, so geht's auch. Sehr schön. Dann gehen wir auf Insert Temporary, nicht vergessen. Aha, das ist eigentlich nicht schlecht. Damit kann man dann doch relativ schnell das eingeben. Gehen wir mal auf den unteren, auf den Zielflughafen. Da sagen wir ILS 08. Dann gucken wir nach der BAMTA 4 Alpha. Und das ist jetzt ein Problemchen. Da kommt nämlich No Transition. No Transition, aber... Ah, Vias. Moment, vielleicht geht's... Ah, Via. Via ist gut. Heißt halt hier nicht Transition, sondern heißt hier Via. Da war doch was, genau. Supi, da ist es. Sehr schön. Es gibt keine Transition hier, sondern hier ist es das Via für das ILS 08 Left. Kommt aufs Gleiche raus.
So, ab in den Temporary Flight Plan. Jetzt gucken wir mal, ob das richtig aussieht. Das sieht richtig aus. Dann können wir hier Enter Temporary machen. Und jetzt gehen wir natürlich nochmal auf die Init Page. Und jetzt versuchen wir eben nochmal die 200 beizubiegen. Und wehe, du änderst das. Dann gibt's Haue. So. Ja, jetzt hat er hier auch was ausrechnen können. Also erster Meinung, wir verbrauchen circa eine Tonne Treibstoff. Nur? Ja, nicht mal. 500 Kilogramm Treibstoff. Das kann ich jetzt nicht glauben. Das kommt mir ein bisschen wenig vor. Das wird wahrscheinlich ein bisschen mehr sein, wenn wir dann fertig sind. Aber wir haben hier 1 Stunde 19 Minuten mit einer Extra von 7,9 Tonnen. Jo. Sehr schön. Gut, damit sind wir hier durch. Flugplan haben wir auch. Da sind jetzt seine ganzen Berechnungen drin. Das sieht jetzt erstmal eigentlich ganz okay aus. Genau, irgendwann nach Akini sind wir Flugfläche 200. Fliegen bis Ostes. Bei Bamta geht es eigentlich schon wieder bergab. Und jetzt können wir auch gleich mal gucken, ob der Overfly hier funktioniert. Naja, natürlich nicht. Schade. Leider ist der Blackbox immer noch, und das ist der schlimmste Airbus, den ich kenne, leider der einzige, der den Overfly machen kann. Ja. Das heißt, wir werden auch heute mit diesem Flieger mit hoher Wahrscheinlichkeit Bamta nicht erreichen. Gut, macht aber nichts. Muss man halt wissen, ne? Dafür ist der Test ja da. So, dann gehen wir mal auf Performance. Und auch hier machen wir hier die, da könnt ihr hier übrigens die Werte ablesen, ja. Im Prinzip werden wir mit Klappenstellung 1 raus. Wir haben eine sehr schön lange Runway. Und wir werden mit 0,7 ab. Stimmt das so? Jo, stimmt so. Und hier, der verstellt das dann automatisch. Ihr müsst da also nichts tun. Macht er selber. Wir werden mit einer Flex-Temperatur von 45 Grad. Ich glaube, das müssen wir hier mit C für Celsius machen, oder? Oder war es C45 oder war das wieder ein ganz anderer Flieger, wo das drin war? Ich kann mich immer nicht erinnern. Also es ist doch 45. Ohne irgendwas. Aber nicht bitte Fahrenheit. Ich wusste doch, dass da... Mann. Nicht Fahrenheit. Aber C45 hatte ich doch schon. Mist Value. Ja, du bist auch so ein Mist. Wie war denn das? Jetzt habe ich aber schon alle Varianten durch, ne? Ich dachte eigentlich, dass es C, machen wir mal 045. Ach jo. Ja, Fahrenheit ist nix. Das ist ja ganz was anderes. Wie kriege ich denn da jetzt Celsius rein? 45.0C. Wir probieren jetzt einfach mal ein paar Varianten durch. C45.0. Machen wir mal C35. Auch nicht. Was ist, wenn ich mache F35, auch out of range. Er will F40 bis F68 haben. Ah, dann ist das vielleicht gar nicht. Vielleicht ist das, aber ich dachte eigentlich schon, dass das die Gradeinheit ist. Gut, wir lassen es jetzt mal bei F45 und dann muss ich nochmal nachschlagen, was das hier ist. Weil von anderen Airbussen kenne ich, dass man hier teilweise eben Celsius oder Fahrenheit eingeben muss. Also, aber vielleicht ist das ja hier irgendwie anders. Lassen wir es einfach mal so drin. Ist auf jeden Fall ein derated Schub. Jo. Na gut. Und dann klickst du hier und schon hat man die V-Speeds.
Man könnte jetzt natürlich auch hergehen und sowas wie TopCut das Dingens ausrechnen lassen. Schauen wir doch mal. Ich mache das mal einfach so zum Spaß. Ich hole mal TopCut, ein PWR-Berechnungstool. Dann suchen wir uns mal den A320 aus, den hier. Dann machen wir mal Weight and Balance, so dass wir genau die gleichen Gewichte haben. Also das Zero Fuel Weight ist ja, wo ist denn das Zero Fuel Weight hier? Das war ja 53 Tonnen, glaube ich, ne? Hat man gesagt. Genau, war 53 Tonnen. Also ich pumpe das jetzt mal so auf, dass wir beim Zero Fuel Weight bei 53 landen. Damit es ungefähr stimmt, ne? Dann, ne, da gehen wir jetzt einfach mal die 10 Tonnen ein. Ja, EDDN. So, damit er nicht meckert. 10 Fuel on Board, 10 Tonnen. Und dann können wir hier mal Takeoff berechnen. Wir machen Wind kommt aus 092 mit 4 Knoten. Temperatur ist 15 Grad und QNH ist 1013. Runway Condition 3. Ja, wir machen kein Update, wir lassen es einfach so. Das Gewicht ist tatsächlich 63,559. Das Abfluggewicht 559. Optimum Norm Air Conditioning On Anti-Ice Off von EDDM 08 links Compute. Ja, und dann gibt er hier zum Beispiel 64 Grad Celsius vor. Ich weiß gar nicht, ob man das auf, kann man das auf Fahrenheit umschalten? Ich glaube nicht, oder? Oder doch? Oder ja, oder nein? Schauen wir mal. Jo, nö, sehe ich zumindest nicht. Na gut, tja, keine Ahnung, was er dabei 64, 65. Und was haben wir hier für Geschwindigkeiten? 137, 142, 159. Die sind also um einiges höher, die Geschwindigkeiten. Naja. Aber das hängt halt auch wahrscheinlich mit diesem komischen F zusammen. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier F 68 eingebe? So. So, dann passiert eigentlich gar nichts. Das heißt also mit anderen Worten, das ist ungefähr so hilfreich wie, keine Ahnung. Ich gebe mal die Werte ein. 149, 149 und nochmal 149. Echt jetzt? Na gut. Das hat TopCut ausgerechnet. Bei diesem F68. Oder eigentlich ist es F65. Moment, F65. Ja, ist nicht sehr einfallsreich, ne? Da kommen immer die gleichen Werte bei raus. Ja. Ich mache mal TopCut-Werte rein. Gut. Dann schauen wir ja. Wir werden ja sehen, was passiert. So, dann, also Performance haben wir, Init haben wir auch, die Next-Phase ist Managed. Ja, da werden wir ein bisschen runtergehen. Da machen wir nämlich Preselected 250, weil 330 im Climb ist ein bisschen schnell. Dann in der nächsten Phase sind wir in der Cruise-Phase, auch da werde ich auf 250 beschränken. Auch um zu sehen, ob man das entsprechend angeben kann, dass 250 Mach 77 sein sollen, genauso wie 330. Das kann aber auch nicht ganz stimmen, so irgendwie oder auch nicht. Und dann gehen wir noch auf die nächste Phase, das ist der Descent. Auch da gebe ich 250 preselected rein. Und auch hier macht das mit dem Mach keinen Sinn. Das ist immer der gleiche Wert, egal was hier vorne dran steht.
Naja. Estimated Fuel on Board, wenn wir landen, 9,1 Tonnen. Na, da bin ich gespannt. Da ich sowieso schon weiß, ach so, das muss man wahrscheinlich irgendwo umstellen. Na gut, ich mache es jetzt erstmal. Ja, wenn wir den Punkt haben, klar. Punkt 9,2. Temperatur 15 Grad, das können wir alles schon eingeben, weil wir wissen, was es ist. 0,9,2 mit 4. Transition Height J5, Approach Speed 144, Decision Height machen wir 200. Wir werden mit Config Full landen. Damit haben wir eine Flap Retraction von 148, eine Slat Retraction von 187 und eine Clean Speed von 212 für den initialen Anflug. So, sehr schön. Gut. Und damit sind wir durch. Mehr können wir hier jetzt erstmal nicht machen. Was diese Print-Funktion und AOC genau macht, wahrscheinlich eher nix. Hier kann man nochmal den Status sehen. Active Database, ja, das ist ein relativ aktueller ERAC. Und jetzt kann man hier die Fuel Prediction, da rechnet er halt was aus. Secondary Flight Plan gibt's nicht, ATC.com gibt's nicht. Progress Page, ja, da sagt er uns, dass wir optimal bei Flugfläche 360 fliegen könnten. So weit werden wir natürlich nicht steigen, ist viel zu kurz. Ja, und damit sind wir dann durch. Das heißt, was wir jetzt machen können, ist, dass wir hier in die Menüs gehen. Und dann gehen wir nochmal kurz ins Setting. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, dass ich die Einheiten irgendwo hätte einstellen können. Zumindest nicht hier. Also, gucken wir mal weiter. Packs and Cargo. Ah, und weg ist. Okay. Was ist die Toolbar nochmal? Ach, den kann man wieder herholen. Ach, gucke mal. Die haben ihn nicht ganz verschwinden lassen. Interessant. Hier kann man nochmal die Sounds einstellen. Ja, aber... Baro ist möglicherweise abhängig von dem, was ich hier oben einstelle. Das kann natürlich sein, dass er die Menüs... Aha, interessant. Schauen wir mal. Performance. In der Tat, okay. Das macht er abhängig von dem, was ich oben einstelle. Fair enough. Passt. Ja gut, dann machen wir auch mal die Türen zu. Und fahren den ganzen Zirkus auch wieder weg. So, dann fahren die sich gegenseitig die Lichter ab. Aber sie verschwinden. Und natürlich können wir jetzt auch den guten alten Better Pushback. Der ist einfach viel, viel besser wie alles andere. Bitte zeigen Sie mir zuerst, wo Sie hinwollen. Ja, das sieht ja irgendwie eigenartig aus hier. Na gut, dann machen wir mal Plan stornieren. Und probieren es nochmal. Habe ich Plan stornieren oder muss ich... Ah, nee. Dell? Dell ist es ja. So. Und dann platzieren wir uns mal hierher. Enter. Boden an Brücke. Der Schlepper bringt sich in Position. Jo. Das ist ja prima vom Schlepper. Dass er da kommt. Da kommt er. Nimm jetzt aber bitte nicht das Ding. Und wieder mal ist eine Position kaputt. Da wird die Rechnung teuer. Tja, in München ist das ganze Personal, ja, kennt da nichts, ne? Gib ihm. An
alle Türen und Luke verschlossen. Wir sind bereit, den Schlepper zu verbinden. Na, dann mach mal. So, ja, dann würde ich nämlich mal Folgendes sagen. Ich hole mal diese Checkliste her. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich die her habe, beziehungsweise ob ich an der schon viel selber rumgestrickt habe. Gut, GPU-Truck. Das ist die Safety Air in der APU Air, Cargo Door Bug, bla bla bla. Jetzt brauchen wir alles nicht. Ich sehe Internal Dome Lights. Ich gehe da jetzt im Schnellverfahren durch. Und dann Engine Bleed, off, 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 off. Landing Elevation Auto. Ditching Switch as required. Wieso? Wir wollen nicht ditchen. Was ist da bitte? De-icing as required. Und nochmal den Ditching Switch off. Hä? Okay. Weiter. Engine Bleed 1 und 2, genau. Dann Airplane Identification Check. Exterior Power is off. Panel Scans. Genau, wir haben keine externe Power. Panel Scans. Dann die Batterie 1, Batterie 1. Und dann noch die Exterior Power. Die will er eigentlich anhaben. Das kann man vergessen. Und dann geht es zum nächsten. Cockpit Preparation. Initial Cockpit Preparation. So. Nochmal Cockpit Preparation. Ah, die sind schon gesetzt. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Recht kompliziert hier. MCDU Status Page. Ja, bla bla bla. Das haben wir eigentlich alles schon durch. Gut, Seatbelt Signs haben wir auch schon an. Strobe Lights. Tun wir jetzt in die Autoposition. Wenn ich ihn da hinkriege. So, die Beacon machen wir jetzt aus. Noch machen wir sie aus. Aber eigentlich jetzt zum Start machen wir sie an. Gehen wir einen weiter. Cockpit Preparation. MCDU Initialization haben wir alles gemacht. Oh, das ist wieder so eine ausführliche Final Cockpit. Uiuiui, da wird man ja gar nicht fertig. Before Pushback, jetzt ab. Das ist doch eine für uns. MCDU Perf TO Data haben wir alles gemacht. So, Stairway und Gangway Dis. Stairway und Gangway Dis. Dis what? Was soll man damit machen? Pushback Clearance haben wir. Tow Truck. Haben wir Anti-Skid. Das müssen wir checken. Ist an. Anti-Skid. Disk. Gut. NW String Disk Memo. Ja, hat er gemacht. Das ist das Ding hier. Mal clear. Jawohl. Dann ECAM Door Condition All Green. Das ist natürlich eine gute Frage. Ist All Green. Haben wir die Türen schon zugemacht? Das sah doch irgendwie vorher, als die Türen auf waren, genauso aus, ne? Oder habe ich das irgendwie falsch im Kopf? Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, bin ich leicht verwirrt, was die Türen anbelangt. Egal. Ich gehe nicht nochmal zurück. Akkumulator Pressure above 3000. Above. Nochmal. Akkumulator Pressure above 3000 PSI. Nope. Ist er nicht. Weil wahrscheinlich kein Hydraulikdruck drauf ist. Wir geben mal einen kurzen Schuss mit der elektrischen Pumpe. Gucken wir mal, ob das was bringt. Jetzt ist er zwar im Grünen, aber ob das über 3000 ist, ja doch, jetzt hat es geklappt. Dann können wir die wieder ausschalten. Machen wir auch die Fuel Pumps an. Da hinten hört man den Barking Dog. Startup Clearance haben wir. So, die Fuel Pumps sind alle an. ECAM Fuel Pumps. ECAM Fuel Pumps all green. Also dann sollen wir jetzt auf den ECAM Fuel gehen. ECAM Fuel gehen. Ah, das checkt er auch und da muss alles irgendwie grün sein. Naja, alles grün ist nicht, aber Engine Mode Selector in die Ignition Position. So. Jawohl. Und jetzt sind wir im Prinzip ready für Engine Start, aber wir müssen ja erstmal mit dem Pushback beginnen. Und dazu müssen wir hier die Parkbremse lösen. Park Brake off. Wir beginnen mit dem Pushback. Die Triebwerke sind frei zum Anlassen. Merci dir. So,
Es geht los. Nummer 2. So, jetzt hört man, wie es stiller wird. Also das mit den Fenstern ist super. Das ist schon mal richtig gut. Das gefällt mir. Und dass keine Spiegelungen sind, gefällt mir auch unheimlich gut. Also das ist prima. Das ist alles prima. Man hört hinten den Hund wieder bellen. Die PTU. So, kommt da irgendwie sowas wie Avail oder so? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Gut. Ist halt bei jedem Airbus irgendwie ein bisschen anders. Die Nummer 1. Tja, hinten bellt der Hund immer noch. So, jetzt kommt hier dieses Take-Off-Memo hier. Sehr schön. Der Push-Vorgang ist abgeschlossen. Bitte setzen Sie die Parkbremse. Und die Parkbremse ist gesetzt. Schlepper wird getrennt. Einen kleinen Moment bitte. Jo, in der Zwischenzeit setze ich schon mal die Flughöhe auf 200. Da funktioniert meine Hardware noch nicht. Da muss ich noch was tun. Bei den anderen geht's. Dash, dot, dash, dot, altitude, dot, dash. Passt. Flight Directors on. Sehr gut. Dann Klappen 1. Flaps 1. Und Autobrake Max. Der Schlepper wurde entfernt. Der Bypass-Pin ist gezogen. Freizeichen gibt's von der linken Seite. Einen angenehmen Flug. Tschüss. Spoilers full. Aha, so macht man das durch Klick, wenn das Pfeilchen nach oben geht. Damit haben wir hier auch schon alles grün. So, dann den Engine Mode machen wir wieder auf Normal. Die APU Bleed ist noch an, die braucht man natürlich theoretisch nicht mehr. Warum die Trimmung hier so aus dem Ruder geht, da weiß ich nicht. Keine Ahnung, was er da macht. APU Bleed off. Und das aus. Die Flaps sind eigentlich in der Takeoff-Position, weil wir mit Flappen 1 starten. Upper ICAM Flap Status. Ja, sieht richtig aus. Next. Engine Anti-Ice as required. Ja, nee, brauchen wir heute nicht. Wing Anti-Ice APU Master off. Haben wir schon gemacht. ICAM Door Condition Slides Armed. Ja, ich nehme an, dass das grün heißt, dass sie gearmt sind. Gut. Dann sind wir ready for Taxi. Jo, oder? Sieht gut aus. Taxi Clearance Hammer. Dann schalten wir. Ups. Schalten wir hier das Taxilicht an, eine Position. Runway Turnoff Lights auch zum Taxeln? Echt jetzt? Naja, schalten sie an, egal. Park Brake off. Park Brake off. Clock Elapsed Time Set. So, und ja, das ist wohl die andere Elapsed Time. Wahrscheinlich sollen wir die hier setzen. Obwohl ich das jetzt hier nicht erkennen kann, muss ich hier drauf.
Keine Ahnung. Gut, ist egal. Thrust levers as required. Brake pedals check. Okay. Na dann. Beginnen wir mal mit dem Taxeln. Ich mache übrigens hier die Flight Controls noch. Dann können wir nämlich gleich mal die Flight Controls testen. Okidoki. Pedals disconnect. Bin ich gespannt. Dann geben wir mal Gas. Die Trottel sind aber auch, meine Herren. Das springt ja ohne Ende. Ach, das sind die alten Potties hier. Ich kann nicht steuern. Das heißt, ich muss den Knopf wohl doch anders haben. Ja, jetzt kann ich steuern. Gut. Das ist nicht gut hier. Schub, das ist nicht so toll, nee. Dabei habe ich schon Response Curves und so weiter programmiert, aber die werden leider immer schlimmer. Tja, so ist das halt mit alter Hardware. So, machen wir mal kurze Bremstest, jawohl. Hat geklappt. Next. Ecam Wheel Brake Temperature. Brake Fan. As required, brauchen wir nicht. Dann Ecam Flight Control Mode haben wir schon gemacht. MCDO Performance Takeoff Data. Perf Takeoff, genau. Ein bisschen schnell, oder? So, Flight Director sind beide an. Arc Terrain on ND. Hat er das überhaupt? Moment. Oh, hat er. Ja, stimmt. Gut, die Auto Rate ist Max. Ecam Wheel Indicator. Auto Brake Max, ja. Und ja, ich kann mit den Ruderpedalen steuern, das ist gut. Das Ecam Wheel Indicator. Achso, da will er, dass wir auf die Wheelpage gehen. Aber vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen hier jetzt erstmal schauen, dass wir. Da muss ich was tun. Gut, wir probieren es jetzt erstmal während des Fluges, aber das ist gar nicht gut. Oh je. Okay, ich werde mal pausieren hier und versuchen, die andere Achse zu nehmen, weil das ist leider unbrauchbar. So, ja, habe jetzt ein bisschen rumgespielt und wie man sieht, jetzt wackelt es bei weitem nicht so. Habe auch nochmal die Climb Detent und diese Sachen ein bisschen besser eingestellt, sodass es einfacher ist für mich, auch die Position zu finden und auch den Reverse. Wie man sieht, haben wir hier so ein paar Fehlermeldungen bekommen, die ich auch jetzt nicht mehr so ohne weiteres wegkriege. Config Park Brake On. Achso, ja, natürlich haben wir die Park Brake On. Also machen wir sie wieder aus. Park Brake Off. Und ja, sieht aber nicht so aus, als ob ich diese Meldung hier so einfach gelöscht bekomme. Clear. Ah ja, so, jetzt ist sie weg. Gut. Takeoff Config Button ist okay. Und dann ist die Before Takeoff. Gut, dann machen wir weiter mit dem Taxeln.
Ups. Wo stehen wir denn? Ja, ziemlich genau in der Mitte. Das heißt, da wo diese Markierung ist, ist auch mein Bugrad. Ja, ich werde dann mit dem Ding auch wahrscheinlich mal so einen Longhaul machen. Allerdings kommt natürlich so ein Flieger jetzt nicht ganz so weit wie die großen, die Langstreckenflieger. Ich habe schon mal ein bisschen Topcut-mäßig geprüft. Also theoretisch kommen wir mit einem A320 von Athen nach Island. Das sind knapp 6 Stunden Flug. Von München nach Dubai reicht es nicht ganz, aber interessanterweise von Athen nach Island ist es theoretisch mit einem A320, der voll betankt ist, machbar. Jo. Und da habe ich mir also dann überlegt, dass wir für solche kleineren Flieger, dass meine Langstreckenroute dann im Prinzip zwischen Athen und Keflavik auf Island sein wird in Zukunft. Und für die großen Langstreckenjets machen wir dann den Liège nach Dubai oder Dubai nach Liège oder sowas. Das sind ja dann knappe 6,5 Stunden Flug. Sind noch mal ein paar 100 Kilometer mehr als wie der Flug von Athen nach Keflavik. Und auf die Art und Weise werde ich jetzt diesen Flieger unter anderem auch demnächst mal dazu verwenden, ebenso eine Maximalstrecke zu fliegen, um einfach zu sehen, wie er sich da verhält und wie auch Spritverbrauch und Co. Im Vergleich zu was zum Beispiel einen Topcut oder auch einen Simbrief ausrechnet. Das kommt demnächst in diesem Theater. So, und jetzt hängt's. Das ist nicht gut. Und, geht wieder. Sehr schön. Puh, habe ich schon gedacht. Gut, Engine Anti-Ice, brauchen wir nicht. Dann Aircon Pack, as required. Ja, as required und dann automatische Ticks, das funktioniert natürlich jetzt nicht wirklich. Die muss man dann, also E-Camp Pressure Cabin, naja gut, das ist jetzt APU Bleed, ist aus. APU Master ist aus. Brauchen wir alles nicht. Landing Light Left. Landing Light Right. Das Nose Light in die Takeoff Position. Runway Turnoff Lights sind schon an. Die Wing Lights, die braucht man jetzt nicht wirklich. ECAM Wheel Brake Temperature Below. ECAM Wheel Brake Temperature Below. Achso, ja, da will er, dass man drauf gehen. Brake Fans sind off. Ja. Engine Mode Selector ist normal. Sliding Table ist drin. Runway ist confirmed. Approach Path Clear of Traffic, ATC Mode, Auto, Traffic Set, ABV, TCAS, TA, or, ja genau, den TCAS, und den machen wir dann in TARA. Und Lineup Clearance haben wir erhalten, und ja, das ist eine sehr ausführliche Checkliste. Parking Brake on Thrust Levers, 50% ECAM, naja, gut, ich glaube, den Takeoff kriegen wir auch ohne die Hilfe der Checkliste hin. Na dann, auf geht's. Park Brake off.
nicht ganz mittig, aber ich glaube, das gleicht sich dann schon aus. Also dann vor auf die Flex. Manual Flex 65, SRS Climb. Das Lever Climb darf eigentlich hier nicht blinken. Das ist falsch. Das passt nicht. Das ist viel zu früh. SRS Runway. Airspeed is alive. Knots. Oh je. Oh oh. V1 rotate. Jo, das. Da fehlte aber nimmer viel. Ich drücke mal auf die Bremse, um die Räder anzuhalten. Und jetzt fliege ich mal dem Flight Director nach. Positive Rate. Und Gear up. Gear up. Standard Barrow cross-check. Passing flight level 020. Wow, wow, wow. Was machst du da? So. Okay, wie man sieht, ist die... Das ist alles... Gut, ich gehe jetzt mal in die Climb. Throttle Climb. Und wir schalten den Autopilot ein. Und Klappen einfahren. Speed is not okay for next flaps position. Speed check. Ah ja, das erlaubt er erst ab der S-Position. Mhm. So. Irgendwie fliegen wir hier gerade der Autobahn nach, ne? So wie es aussieht. Ja, ich mach mal ein bisschen den Lautstärkepegel rauf, damit man auch was von dem Innengeräusch hört. So, wir haben Standard. Habe ich keine Hardware-Definition für die Displays. Die Displays sehen ein bisschen kantig aus, aber im Großen und Ganzen sieht es ganz in Ordnung aus, was wir da als Routenanzeiger haben. Interessant wird es dann natürlich wieder zu sehen, was er an der berühmten Wappdeine gemacht hat. Spannend.
1000. Ja, so sieht es übrigens in der Kabine aus. Five years in the sky. Five years with you in the sky. Oh, wir haben ja die Tür aufgelassen. Also kommen heute mal die Passagiere zu einem ungewohnten Einblick. Heißt das, Jardesign gibt schon 5 Jahre? Ja, bei 20. Ja, Neo so mit hübschem Design. Interessant. So, ich dachte, Moment, ich habe natürlich jetzt managed. Ja, aber ich dachte eigentlich, wir hätten da irgendwie was anders vorgegeben. Klein? Nee, das ist weg. Also die voreingestellten Werte, die hat er mal geflissentlich vergessen. Kann ich jetzt hier 250 angeben? Ist nicht zu überschreiben. Okay. Gut, hier ist der Preselected 250. Bin ich gespannt, wenn wir dann die Flight Level 200 erreichen, was wir ja demnächst tun, was er dann macht. Jetzt seht ihr auch, was ich meine mit, das sieht irgendwie eigenartig aus. Also unter bestimmten Blickwinkeln sieht das Cockpit einfach schräg aus. Hinzukriegen. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das im echten Cockpit nicht so schräg aussieht, aber da kann ich mich enttäuschen. Irgendwie habe ich das so nicht in Erinnerung. Kann man eigentlich relativ gerade runter. Gerade in Erinnerung und nicht eben mit so einer Schräge. Das ist das, was für mich immer ein bisschen eigenartig bei diesem Airbus aussieht. So, ja, ich würde sagen, ist auch kein schlechter View. So, wir haben gleich haben die Flugfläche 200 erreicht. Der Bumptag vorne. In der Zwischenzeit kann ich schon mal gleich die Höhe eindrehen, sobald wir bei 200 angekommen sind. Der fliegt immer noch mit voller Kanne, 330. Das ist eigentlich nicht richtig. Jetzt sind wir schon im Cruise-Mode. Nee, ne, wir können nicht, wir sind ja noch mit klein. Ja. Ground Spoilers sind noch gearmt, das können wir natürlich ändern. Warum ist jetzt die Speedback draußen? Spoilers arm. Speedback eigentlich sein, ne? So, wo fliegen
fliegen wir hin? Wo fliegen wir hin? Wo fliegen wir hin? Wo willst du hin mit mir? Komm, wieder nach rechts. Du willst nach rechts, du willst nicht nach links. Du willst nicht nach links. Gut. Mal hin. Oh ne, das war falsch. Falscher Klick. Ihr müsst den Klickspot mit dem Finger nach oben, der ist in den Manage-Mode. Sonst mit der vollen Hand geht es nach außen. Ja, aber auch hier ist jetzt wieder falsch. Dann hat er jetzt wieder nicht die 250, sondern 330. Ja, das ist also irgendwie nicht das, was ich erwarten würde. Außerdem sind wir gerade dabei. Wir sind hier im Overspeed. Das Ganze geht ja schon wieder ganz kräftig Autopilot one, in die falsche Richtung. Ich hatte jetzt mit Besserem auf Besseres gehofft. Aber das hier sieht schon wieder so aus, als ob er irgendwie sein eigenes Ding da macht. Also das Vorgeben der Geschwindigkeit, das kann man getrost vergessen. Das funktioniert nicht. Er ist jetzt auch schon irgendwie im Descent-Mode, ja klar. Und auch hier Selected 250, das hat er nicht vorgewählt, sondern das musste ich jetzt eindrehen. Er hat da fröhlich bis in den Overspeed sich bewegt. Ja. Ja, muss man wissen. So, Speed, Alt. Wir haben 1,500 erreicht. Machen wir Autobrücke 1 für die Landung. Gut, um Rosa macht er einen großen Bogen, ist klar. So schnell wie er auch war. Das ist jetzt auch keine Überraschung. So, inzwischen haben wir die 250 Knoten erreicht. Und ich hab schon wieder so ein ungutes Gefühl. Mal sehen. Dass er nämlich probiert, jetzt auf Rosa zuzufliegen. Wie viel wetten wir? Das sieht nämlich nicht so aus. Oder? Steuert er gegen? Er steuert gegen. Okay. Er steuert gegen. Gott sei Dank. Jetzt aber bitte nach links. Du musst jetzt. Ja, sehr schön. Alles klar. Kein Problem. Wir kommen nicht in die. Ich versuche Rosa zu erreichen und komme da nie hin und drehe mich dann einfach immer im Kreis. Das hat man auch alles schon. Sehr schön. Okay, das funktioniert. Also einigermaßen okay, wenn man die Kurve. Ja, von der Overspeed absieht. Ja, warum sehen wir das Speedbreak? Eigentlich ist meine Speedbreak nicht draußen. Die Anzeige dürfte eigentlich gar nicht sein. Ja, schauen wir mal. So. Machen wir mal Art Response Curve. Vielleicht braucht er das ja. Die ist sowieso reversed. Aha, verstehe. Ja, reversed ist natürlich schlecht. Da kann ich schlecht die Kurve editieren. Also mache ich es jetzt erstmal so. Baue noch einen Punkt ein und mache den ziemlich weit nach unten, damit so hier, damit wir eine Art Nullzone haben, denn irgendwie
sagt er mir das und dann schalte ich das Reverse wieder ein. So, schauen wir mal. Spoilers full. Aber er sagt nicht Spoilers, Spoilers ab. Full. Ne? Spoilers arm. Aber jetzt müsste er eigentlich. Sind definitiv nicht draußen. Das ist also okay. So, wir müssen auch 5000 langsam vorwählen. Und dann würde ich jetzt doch ganz gern den Managed haben. Aber da macht er 3,30. Ja, das habe ich befürchtet. So, und das kann ich jetzt wahrscheinlich wieder nicht ändern, oder? Ja, das kann ich nicht ändern. Das ist da. Das ist nicht so toll, ja. Mhm. Altitude, Mexico Airways. Tja. Das sieht auch nicht so aus, als ob ich das in irgendeiner Form. Moment. Hier, ah ja, hier kann ich ein Constraint, Climb Speed Limit Speed Constraint, hier kann ich 250 vorgeben. Mache ich mal. Return. So. So, jetzt will er aber Lando immer noch mit 330. Ne, es ist aber 250. Okay, das heißt wahrscheinlich dann bei Lando macht er wieder schneller, oder wie? Hm, naja. Schauen wir mal, ob wir damit die Geschwindigkeit ein bisschen. Ich hatte schon hier auf den Knopf gedrückt, oder? Nee, offensichtlich nicht. Dachte ich. More drag. Okay. Und jetzt will er wieder 330. Ich hab's doch befürchtet. Ich hab's befürchtet. Das ist natürlich Mist, ist das. Mist. Und guck mal, guck mal, guck mal, was er da macht, ja. Wir haben hier Descent-Raten. Also da geht's hier in der Kabine ging es jetzt. Ging es jetzt ordentlich steil nach unten. Ja, 10.000. So, jetzt geht's wieder zurück auf 250. Im IQ Mike ist ja noch 20 nautische Meilen weg. Die Speedbreak-Anzeige kriege ich nicht weg, warum weiß ich nicht. Ja, das andere, was wir machen können, ist, dass ich mal ganz kurz hier die Data-Output einschalte, damit wir mal sehen, was wir eigentlich für Frames haben. Oh, die sehen gut aus. Naja, gut, mit Außenszenerie geht es auf 30. Im Cockpit selber sind wir bei fast bei den 40, wenn wir voreingestellt. Okay, das ist in Ordnung.
Natürlich ist sowas ein bisschen Frames, aber das hält sich jetzt hier so in Grenzen. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Gut, dann schauen wir mal hier. Magath. Ja, aber nee. Magath soll eigentlich bei 5000 sein. Das ist ein Constraint. Da ist. Ja. Also er hat ein Altitude Constraint Flight Level 50. Warum zeigt er dem nicht an? Weiß der Geier. Er zeigt mir hier eine Höhe an, aber hat eigentlich ein Altitude Constraint. Ja, da bin ich ja gespannt, was er daraus macht. Naja gut, also ich habe ja auch keine Wunder erwartet. Das ist halt Jar-Design. Und diese Dinge sind halt so, wie sie sind. Schauen wir, ob wir heil ankommen. Und ob er vernünftig den Anflug macht, also das ILS anschneidet und so weiter. Von der Höhe her sind die mal gut. Ja, da hat er jetzt auch eine relativ flache Sinkrate jetzt hier eingeleitet, ne, damit wir dann bei Magath wahrscheinlich, naja, ich nehme an, das war ein bisschen vorher, sind wir dann bei 5000. Jetzt sind wir bei 8200, sinken mit 400 Fuß pro Minute. Ich würde mal sagen, das ist ganz okay. Terrain kann man, glaube ich, mal ausschalten. Aber eh nicht. Wie sieht das mit Wetterradar aus? Aha. Haben wir auf jeden Fall. Gut, wir haben natürlich kein Wetter. Und was man jetzt sehr schön sehen kann, ist hier dieser kleine Haken, zeigt uns, wo wir spätestens bei 5000 sind. Das heißt, wir sind so ein bisschen vor Magath. Nach jetzigem Stand landen wir hier nach der Kurve in etwa auch bei 5000 Fuß. Zumindest hat er sich das jetzt so ausgerechnet. So, Frage ist, kann ich es wagen, wieder auf Managed Speed zu gehen? Ich probiere das einfach mal und gucken wir mal, was passiert. So, sieht bisher okay aus. UFO 397 pro Stunde pro Triebwerk. Ja. Natürlich jetzt im Descent. Bin gespannt, wo wir dann treibstofftechnisch hatten wir ja 9968 oder so, sind jetzt bei 8640. Das heißt, wir haben natürlich, wir haben schon über 1000 Kilogramm, also eine Tonne sind wir schon drüber. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn wir auf dieser Strecke unter einer Tonne bleiben. Das wäre schon ungewöhnlich gewesen. Auch die 8,6, die er uns jetzt als Estimated Fuel on Board anzeigt, bin ich mir nicht sicher, dass wir die schaffen. Da haben wir nämlich nur noch 35 Kilogramm, dann sind wir bei 8600 und die sind noch in der Luft.
Das, aber ist zumindest in ungefähr, ne? 8,6. Ja, wir werden es sehen. So, das ist ein Descent Mode. Alt Mode ist arm, ne? Das blaue unter dem DES. Heißt, dass der Altitude Hold ist gearmt und das ist, wir sind im Descent. Good enough. Und der Throttle ist zurzeit idle. Weil wir natürlich im Sinnflug sind und er nicht noch zusätzlich Energie reinmachen möchte. So, jetzt geht's nach rechts. Ja, jetzt sind wir noch unter die 5000 rutscht. Ja, supi. Ja, so stelle ich mir die Arbeit eines Autopiloten vor. Erstmal drunter rutschen und dann wieder rauf klettern. Toll. Gut, ich mach mal den Approach Mode, Arm, und wir müssen das Landesystem aktivieren. Okay, er sieht das ALS 109.5. 16 nautische Meilen. Das könnte hinkommen, ja. So, wir sind wieder zurück auf 5000. Auch wenn da 4900 steht, aber das ist sozusagen 5000. Approach Phase activated. Okay. Er hat jetzt automatisch die Approach Phase aktiviert. Das heißt, wir werden jetzt automatisch langsamer. Und da wäre natürlich fast lieber gewesen, dass ich das selber steuern kann. Ja. So, jetzt geht's nach links Richtung Magadan. Also Höhe stimmt auf jeden Fall, das hat gepasst. Wir sind unterm Glideslope, das ist wichtig, damit er dann anschneidet. Und der Localizer bewegt sich. Und der Localizer ist grün, das heißt, er hat ihn theoretisch eingefangen. Noch sind wir aber nicht auf dem Localizer. Der Glideslope kommt aber jetzt auch schon runter. Noch ist das GS Stern und GS Blau. Bedeutet im Prinzip, dass jetzt im Augenblick die Capture-Phase ist und dann, wenn das Blaue weg ist und oben nur noch GS steht, so wie gerade eben mit dem Balken drumherum, dann hat er ihn eingefangen. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich, ja, gut. Das heißt, wir sind jetzt wie viel? 10 Meilen? Klappen 1. Speed checked. Flaps 1. So. Und jetzt müsste er eigentlich die Geschwindigkeit verringern. Das hätte ich jetzt erwartet. Speed is not okay for next flaps. Ja, natürlich, weil du ja auch nicht verlangsamst. Jetzt hat er aber, jetzt hat er die Geschwindigkeit aber runtergesetzt. Der ist jetzt einfach zu lange auf der, auf den 220 geblieben. Wir müssen jetzt im Prinzip, der, das wird jetzt natürlich ein bisschen knapp, ne? Ich mach mal die, das. 2500. So. Ich fahre mal das Fahrwerk raus und wir hier Geschwindigkeit abbauen. Geschwindigkeitsgeschichte. Speed check. Flaps 2. Okay. Radio altimeter alive. Ja. Haben wir. Spoilers arm. Spoilers. Dann kann ich durch, ne? Speed check. Flaps 3. Speed check, flaps 4. Gut, dann aktiviere ich Autopilot 2, cross check.
Bällchen ist ja autolandefähig. Und natürlich will ich bei so einem Flug sehen, was er denn macht, wenn er allein gelassen wird, wie das dann ausschaut, was er da produziert. Check. Naja, wir kommen jetzt nach München, da gehen die Frames natürlich runter. Das ist aber durch den Flughafen und die vielen Objekte natürlich bedingt. Das ist ja hier mehr oder weniger High Definition Szenerie. Sowohl von den Autos als auch den Bäumen als auch den ganzen Flughafen. Und bei den hohen Einstellungen, die ich habe, auch hier wieder volle Kanne bei mir. Alles rechts am Anschlag. Ja, da ist das durchaus okay, diese Framerate. So, na dann. Wir bereiten uns mal auf die Landung vor. Land green checked. 300 above. Gut, er bleibt schön auf der Mitte. Das ist okay. Flare. 30, 20, 3 car. Ground spoilers. Descent. Reverse green. Jetzt steuern, weil er abgedriftet ist. Autobrake, naja, sehr schnell ist sie nicht. Diese Achse muss ich noch ein bisschen einstellen. So. Und jo, das war jetzt ein verdammt langer Run. Also die Autobrake Low ist tatsächlich nicht besonders von der Bremskraft nicht besonders effizient. Die Reversers haben jetzt auch nicht wirklich viel gemacht. Kam mir zumindest nicht so vor. Also sind wir natürlich sehr, sehr weit entlang gerumpelt. Okay. Gut, aber ich glaube, das ganze Taxi-Zeugs und so weiter, bis es umgeht, müssen wir nicht machen. Spark brake on. An. Und natürlich den Transponder. Aus. Ist das da? Standby, genau. Und dann bringen wir natürlich Flaps 3, Flaps 1, Flaps 0. Und wir bringen die Speed Brake ab. Genau, die APU fährt hoch. Gut, ja. Er ist besser geworden, keine Frage. Das Ding ist, wie gesagt, es wird von Mal zu Mal wird es tatsächlich besser. Bin ich jetzt so richtig top, super toll begeistert, vor allem wenn ich es mit einer Tolis und einer Flight Factor vergleiche. Naja, die Flight Factor ist natürlich sehr systemtief, aber die Flight Factor hat auch ein Problem und das ist die Performance. Ne? Also auf nicht so starken Equipment hat die Flight Factor schon ordentlich Frist, Frames zum Frühstück. Ja, FFF. Also klar, das ist der Nachteil von so viel Systemtiefe. Die Tolis ist etwas, was schon auch gewisse Systemtiefe hat und sich eigentlich wie ein Airbus verhält,
aber durchaus die Performance in einem vernünftigen Bereich hat. Das hat mir an der Trolis immer gefallen, auch wenn das Aussehen bisweilen am Anfang jetzt nicht ganz so toll war, ne, vom Modeling her, da haben sie halt wenig reingeschmissen, aber später dann gab es ja dann die entsprechenden Mods und ich glaube die jetzigen neueren Modelle, auch die A321, wo ich die noch nicht gesehen habe, die sind glaube ich besser modelliert und so weiter. Also die Trolis ist definitiv ein super Kompromiss, aber auch nicht billig. Und also inzwischen zumindest nicht mehr. Ja, und die Jar Design, wie gesagt, die kann man relativ günstig bekommen. Sie sieht aus wie so ein Airbus. Sie verhält sich, naja, sie tut so, als wäre sie ein Airbus. Sagen wir es so. Und in den meisten Fällen reicht das auch, um damit seinen Flug zu absolvieren. Aber wie ihr seht, das ist wieder so ein Flieger. Ja, da gibt es halt Überraschungen. Ne? Dann geht die Geschwindigkeit, dann haut der Autopilot raus. Bestimmte Dinge, die man halt eingibt, werden nicht wirklich richtig abgebildet. Ja, gut. Na, muss man einfach mit rechnen und muss sich halt gewahr sein. Wenn man auf den Flieger aufpasst, also ihn jetzt nicht unbeaufsichtigt lässt, ist das alles in Ordnung. Ob ich den Flieger zum Beispiel stundenlang nachts alleine fliegen lassen würde, irgendeine Route abfliegen, würde man sagen, nö. Die Wahrscheinlichkeit, dass er mir dann irgendwo in der Walachei landet oder womöglich auch sogar abstürzt oder so, ist wahrscheinlich ziemlich hoch. Gut, machen wir vielleicht noch eine Sache. So, haben wir keine Taste dafür definiert, dann machen wir es so. Wir gehen mal kurz und gehen mal ins Dunkle und dann schauen wir uns da nochmal die Beleuchtung an, die verschiedenen Möglichkeiten, die es da gibt. Jetzt hätte ich natürlich eigentlich so, da ist noch einer, da hat jetzt aber nicht viel gemacht. Das sind viele Displays. So, dann hat man hier die Regler, da kann man noch was anmachen. Und dieses Gizmo-Dings hat sich da wieder das Menü eingeschaltet. Das muss ich ab und zu mal wieder wegmachen. So, und dann auch hier kann man jetzt leider ein bisschen schlecht erkennen, aber da haben wir hier den. Und dann gibt es noch das Dome Light. Das schalten wir mal zu. So, und dann können wir uns den Flieger noch mal angucken, hier so mit einigermaßen Beleuchtung. Sieht ja gar nicht mal übel aus. Ich schalte jetzt nochmal den Dome nochmal aus. So. So sieht es aus, wenn man hier diese ganzen Sachen hat. Ne? Jo. Hier ist ein bisschen dunkel. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir hier auch noch ein Floodlight sehen müssten, aber das ja, Pedestal Floodlight, das scheint wohl irgendwie, da ist wahrscheinlich die Birne kaputt, vermutlich. Jo. Gut. Ist also nicht ganz 100%, ne, weil eigentlich müsste hier ein Floodlight kommen. Wie war das hier? Hat er hier auch die Map Lights, hat er die verschaltet? Jo, die hat er verschaltet. Nicht, dass wir dann Karten oder sowas haben, aber kann man ja auch noch einschalten. So. Ja, ist schon ganz ansprechend. Also im Dunkeln sieht das Ding ja gar nicht mal so übel aus, würde ich sagen. Es geht. Einzig, wie gesagt, hier ist irgendwie was falsch. Also hier ist die Birne vom Floodlight kaputt. Offensichtlich. Gut, das soll es gewesen sein. Ja, wie gesagt, ich plane ja mit allen diesen Fliegern auch so Langstrecken, zumindest Langstrecke, soweit das die jeweiligen Flieger anbelangt, zu fliegen, um zu sehen, wie sich das Ding auf solchen Flügen verhält und vor allem, wie das dann mit Spritverbrauch und Co. ist. Jo, und für den Zweck muss ich dann halt mal irgendwann diese neue Route aufsetzen und dann halt die Zeit finden, sowas dann auch durchzufliegen. Das Ganze wird es natürlich nicht als Livestream geben, 5 oder 6 Stunden. Also die maximale Fluglänge, die so ein Flieger kann. Der Unterschied ist, dass ich zum Beispiel bei der 747, wenn ich von,
von Belgien nach Dubai fliege mit so knapp 6,5, je nach Bedingungen 6,5, maximal 7 Stunden, dann haben wir gar nicht die volle Reichweite des Fliegers erreicht. Also mit einer 747 ist das ja nur eine Teilstrecke. Währenddessen hier, wenn ich diese knapp 6 Stunden da verfliege, das ist so ziemlich das Maximale. Und da müssen wir halt gucken, dass von der Flugplanung und von der, vor allem von der Treibstoffplanung her natürlich theoretisch der Flieger noch eine Reserve hat. Ne? Wir können ja nicht jeden einzelnen Tropfen. Wenn er dann trotzdem jeden einzelnen Tropfen verbraucht, heißt das halt für mich, dass Simbrief oder Flugplanungstools und dieses Ding irgendwie nicht im Sync sind. Und da muss man halt mal gucken. Ne? Und dann kann man auf die Art und Weise auch ein bisschen feststellen, habe ich am Schluss zu wenig Treibstoff, weil er mehr verbraucht, als ich denke. Das sind so die Sachen, die ich dann aus solchen Langstreckenflügen dann erkunden möchte. Gut, das war es jetzt eigentlich. Der Jar Design A320 Neo Version 343 aktuell. Es gibt bereits eine 35 in Arbeit, die macht aber nichts an Features, sondern die macht einfach nur die Vulkan-Kompatibilität, so dass es dann theoretisch, wenn dann mal Vulkan irgendwann, also die L50 irgendwann nicht mehr Beta ist, dann kann man sicherlich probieren, mal den zu installieren in einer Kopie und mal zu gucken, wie sich die ganzen Add-ons unter Vulkan dann verhalten, wie dann auch die Performance ist. Theoretisch sollte es ja besser sein. Okay, alles klar. Vielen Dank fürs Zugucken und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.